So, hallo alle zusammen. Heute gibt es die nächste Folge von Wer gewinnt das Duell? Und heute treten einmal die Ninja an gegen die Luftpiraten und mal schauen, wer dieses Duell am Ende gewinnen wird. Und als allererstes zeige ich euch mal kurz die Karten, die heute für die einzelnen Teams ins Rennen gehen. Wir starten hier mal bei den Ninja. Ich habe auf beiden Seiten jeweils 8 Karten und jeweils ist eben eine Ultra mit dabei. Bei den Ninja habe ich mal hier den Kai genommen. Dann ist noch eine Spezialfolienkarte dabei, da habe ich hier mal den Sane genommen. Dann haben wir noch 6 Basiskarten und bei den Ninja habe ich natürlich alle Ninja genommen, den Kai, den Zane, den Jay, den Cole, den Lloyd und die Nia. Das sind also mal die Karten, die dann für die Ninja ins Rennen gehen. Und bei den Luftpiraten, da haben wir ebenfalls eine Ultrakarte. Das ist die dann von Nadakan. Auch die Spezialfolienkarte ist dann von Nadakan. Und auch hier habe ich dann noch 6 Basiskarten mit Dabloon, Flintlock, Clancy, Squiffy, Monkey Wretch und Dogshank. Das sind also mal die Karten, die dann für die Luftpiraten ins Rennen gehen. Gut, bevor wir starten, erkläre ich euch nochmal kurz die Regeln. Die meisten werden sie ja eh schon kennen, die sind ja auch nicht besonders schwer. Aber für neue Zuschauer erkläre ich sie natürlich nochmal kurz. Als erstes werde ich die Karten gut durchmischen und dann verdeckt hinlegen. Dann starten wir mit Runde Nummer 1 und dann nehmen wir uns 2 Karten. Einmal von den Ninja eine und eine von den Luftpiraten. Diese beiden Karten treten dann an im Tempowert. Die Karte mit dem höheren Wert bekommt dann den Punkt. Dann geht es weiter mit Runde Nummer 2. Da vergleichen wir den Angriffswert, dann nehmen wir uns dann 2 neue Karten. Und da ist es dann wieder so, die Karte mit dem höheren Wert bekommt dann den Punkt. In Runde Nummer 3 vergleichen wir den Powerwert und in Runde Nummer 4 den Abwehrwert. Und in Runde Nummer 5, da geht es halt wieder los bei Tempo. Das heißt, wir spielen heute auch wieder im Uhrzeigersinn. Und die Seite, die am Ende die meisten Punkte hat, die gewinnt dieses Duell. Bei 8 Runden, da kann es natürlich auch 4-4 unentschieden ausgehen. Und eine Sache noch, sollte mal der gleiche Wert bei beiden Karten sein, also sagen wir mal, beide hätten einen Tempowert von 80, dann nehmen wir einfach den nächsten Wert, der dann dran wäre. Beim Tempowert ist dann eben der Angriffswert und da ist dann die Karte mit dem höheren Wert, bekommt dann da eben den Punkt. Okay, die Karten sind jetzt gut durchgemischt und wir starten mit Runde Nummer 1 und vergleichen den Tempowert. Bei den Ninja haben wir einmal die Basiskarte von Lloyd mit einem Tempowert von 61. Das ist zwar bloß der drittstärkste Wert der Karte, aber es ist trotzdem ein guter Ausgangswert, um vielleicht den ersten Punkt für die Ninja zu holen. Bei den Luftpiraten haben wir gleich mal hier die Spezialfolienkarte von Nadakan. Er hat jetzt nur einen Tempowert von 52 und das heißt, die Basiskarte von Lloyd schlägt die Karte, die Spezialfolienkarte von Nadakan und der erste Punkt geht auf die linke Seite zu den Ninja. Und wir machen weiter mit Runde Nummer 2 und vergleichen den Angriffswert. Bei den Ninja haben wir eine weitere Basiskarte, dieses Mal von der Nia mit einem Angriffswert von 65. Das ist zwar nur der schlechteste Wert der Karte, aber trotzdem auch wieder ein guter Ausgangswert, um vielleicht den nächsten Punkt zu holen. Bei den Luftpiraten haben wir jetzt hier aber die Ultrakarte von Nadakan mit einem Angriffswert von 95. Das ist der zweitstärkste Wert der Karte und es sind halt 30 Punkte mehr, als Nia hier im Angriff hat. Und deswegen gleichen die Luftpiraten aus. Es steht 1-1. Und so darf es auf jeden Fall gerne weitergehen. Dann bleibt es spannend bis zum Schluss. Wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit Runde Nummer 3 und vergleichen den Powerwert. Bei den Ninja haben wir hier die Basiskarte von Cole mit einem Powerwert von 90. Das ist richtig gut für eine Basiskarte und das sollte, glaube ich, ein sicherer Punkt sein für die Ninja. Hier bei den Luftpiraten, ne, haben wir Squiffy, so eindeutig war es eigentlich gar nicht. Er hat auch einen Wert von 74, aber es reicht natürlich nicht, um hier Cole zu schlagen. Der nächste Punkt geht jetzt wieder auf die linke Seite zu den Ninja und sie gehen wieder in Führung mit 2-1. Und wir kommen damit zur Runde Nummer 4 und vergleichen den Abwehrwert. Bei den Ninja haben wir einmal die Spezialfolienkarte von Zane mit einem Abwehrwert von 79. Das ist auch der höchste Wert der Karte, also auch wieder ein guter Ausgangswert für die Ninja. Die haben gerade richtig viel Glück. Schauen wir mal, wen wir hier bei den Luftpiraten haben. Hier haben wir Dogshank, leider mit dem zweitschlechtesten Wert in der Abwehr, nämlich 27. Das ist richtig schlecht, nur noch der Tempowert ist halt schlechter mit 16. Aber auch diese Runde geht wieder auf die linke Seite zu den Ninja und sie gehen mit 3-1 in Führung. Jetzt wäre es natürlich ganz schön, wenn die Luftpiraten den nächsten Punkt holen würden, damit es spannend bleibt. Wir kommen zur Runde Nummer 5 und vergleichen den Tempowert. Bei den Ninja haben wir einmal hier die Basiskarte von Jay mit einem Tempowert von 49. Das ist ja zusammen mit dem Powerwert der schlechteste Wert der Karte. Mal schauen, ob das die Luftpiraten ausnutzen können, um den nächsten Punkt zu holen. Hier haben wir einmal Dabloon und es reicht. Dabloon hat einen Tempowert von 65 und das heißt, die Luftpiraten verkürzen wieder. Es steht nur noch 3-2 für die Ninja.
Und vielleicht schaffen die Luftpiraten ja in Runde Nummer 6 jetzt den Ausgleich. Wir vergleichen den Angriffswert. Bei den Ninja haben wir, glaube ich, sogar noch die Ultra-Karte. Aber hier kommt jetzt erstmal die Basiskarte von Sane mit einem Angriffswert von 39. Das ist auch hier wieder der schlechteste Wert der Karte und auch wieder ein guter Ausgangswert für die Luftpiraten, um hier den Ausgleich zu schaffen. Es wäre natürlich für die Spannung ganz gut. Und na, sie schaffen es leider nicht. Hier haben wir Clancy mit einem Angriffswert von 29. Das ist richtig schade. Das war eine gute Möglichkeit eben hier, um den Ausgleich zu schaffen, aber Clancy ist 10 Punkte schlechter als Sane. Sane hatte schon nicht so einen guten Angriffswert, aber Clancy ist halt nochmal schlechter und das heißt, die Ninja vergrößern den Vorsprung wieder auf 4:2. Und das heißt auch, die Ninja haben mindestens ein Unentschieden sicher und ich glaube, bei den Ninja müsste ja noch die Ultra-Karte sein, also sie haben gute Chancen, dieses Duell zu gewinnen. Wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit Runde Nummer 7 und vergleichen den Power-Wert. Bei den Ninja haben wir noch zwei Karten. Einmal hier die Basiskarte von Kai mit einem Powerwert von 73. Das ist auch hier wieder der stärkste Wert der Karte. Also die Ninja haben schon viel Glück in diesem Duell. Schauen wir mal, wen wir hier bei den Luftpiraten haben. Hier haben wir Monkey Ratcher. Hier haben wir jetzt ein Unentschieden. Beide haben einen Wert von 73. Monkey Ratcher hat hier mit 73 auch den höchsten Wert dann in der Power. Und da haben wir gesagt, wenn beide den gleich hohen Wert haben, dann vergleichen wir den nächsten Wert. Das ist in diesem Fall dann der Abwehrwert. Da hat Kai 49. Und Monkey Ratch eben nur 31. Und das heißt, der nächste Punkt geht auch wieder auf die linke Seite zu den Ninja. Und sie führen mit 5:2. Und in der letzten Runde müsste dann eigentlich noch die Ultra-Karte bei den Ninja liegen. Wir vergleichen auf jeden Fall in Runde Nummer 8 nochmal den Abwehrwert. Und bei den Ninja, ja, da haben wir hier auch nochmal die Ultra-Karte von Kai mit einem Abwehrwert von 61. Das war der schlechteste Wert der Karte und es könnte vielleicht reichen für die Luftpiraten, um hier noch einen Punkt zu holen. Schauen wir mal, welche Karte wir hier noch haben. Es reicht sogar, hier haben wir Flintlock mit einem Abwehrwert von 65. Er ist also nochmal 4 Punkte besser als der Kai. Und das heißt, in der letzten Runde schlägt die Basiskarte die Ultrakarte, aber am Ende gewinnt trotzdem die Ninja mit 5:3. Glückwunsch also an die Ninja. Sie gewinnen dieses Duell gegen die Luftpiraten mit 5:3. Ihr könnt mir sehr gerne auch noch weitere Vorschläge für Duelle unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch noch kostenlos machen. Und dann hören wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Und ciao.